Willkommen zurück bei WolfBytePlay mit einer neuen Runde Hearthstone, heute gegen den lieben Pasch. Hallo. Wir machen heute ein Random Match. Genau. Das heißt, unsere Decks sind zufällig generiert worden, wir haben keine Ahnung, was sich da drin befindet, und ich werde jetzt einfach mal mit dem Hexenmeister spielen. Ja, und ich spiele mit dem Schurken, glaube ich. Schurke. Rogue. Also ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ja, Schurke stimmt schon. Und Na gut, Schurke. Alles klar. Mal Schmeck. schauen, was ich so. Oh, eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ihr seht, es gibt neue Kartenrücken von der letzten Session, die habe ich gerade drin. Ja, ich habe noch die von der letzten Season, also von der Season davor. Aber ich habe die neuen auch gekriegt, ich habe sie noch nicht reingemacht. Ja, Alles klar, dann schauen wir mal, was ich ziehe. Okay, nichts Gutes, dann muss ich den Zug beenden. für alle, die nicht mitbekommen haben, wann man die neuen Kartenhüllen bekommt, die kriegt ihr immer, wenn ihr am Ende einer Session, also am Ende eines Monats, mindestens Arena Rang 20 erreicht habt. Mal schauen, ich eine Karte ziehe. Och, warum ist die Karte denn drin? Dann macht ihr mir einfach zwei Schaden und zieht eine Karte. Na gut, kann ich auch. Einen Schaden machst du mir, ich mach mir zwei und zieh eine. Ja, so spielt man. Wir greifen alle mich an und ziehen dabei Karten. Ja, solange du den Schaden bei dir behältst, ist mir das relativ schnuppe. Es klingelt mein Telefon. Es ist jetzt schon das dritte Mal, dass während einer Aufnahme das Telefon klingelt. Ist das vielleicht der werte Herr faule Sack? Nee, es ist ja nicht mein Handy. Ach so. Der Na werte gut, Herr dann kann man faule ja aber wohl Sack. nicht machen, wa? Ich stehe jetzt bestimmt nicht mitten in der Aufnahme auf und gehe ans Telefon. Vor allen Dingen, wenn es eh nicht für mich ist. Würde ich aber auch sagen. Ah, Mann. Dann spiele ich erstmal den da. So ein Und Schrott. dann will ich dann vier umbringen. Willst du das? Das ist aber nicht besonders nett von dir. Ja, was muss ich? Musst du das? Oh. Ja. Ich meine noch, das war es absolut wert. Das war es absolut wert. Ich stehe dazu. Ich mache noch Schaden. Ha! Schaden ins Gesicht! Da siehst du mal. Team Rot gewinnt gegen Team Grün. So, mein Oh. Messbuch. Oh, das ist ja nicht mal tot. Das ist ja. Oh. Ja, leider habe ich noch eins. Was sagst du dazu? Oh. Schon wieder, hä? Dein ganzes Mana verbraucht, um mein Vieh zu töten. Ja, und? Ja, das war es bestimmt wert, ne? Ja. Na, pass mal auf, komm, es kommen noch ganz viele andere Viecher. Zack, Schaden! Ja, Sack, Schaden. Mal sehen. Oh. Ja, ganz viele Stealths, ne? Ja. Hast leider keinen Mana mehr. Leider, sonst hättest du jetzt noch mal ordentlich was auf die Nase bekommen, aber das kriegst du gleich eh noch. Wir werden sehen. Hast mir zu viele Karten, es gefällt mir nicht. Gar nicht mal so schlecht. Nein, es gefällt mir gar nicht. Und Schaden, 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 Schaden! Du Ich glaube, das Spiel ist vorbei. zwingst mich zu etwas, was ich eigentlich nicht tun wollte. Oh. Was tust du? Oh. Was tust du nicht alles, um zu überleben? Ja, nicht genug. Tut mir leid. Deine Zeit ist vorbei. Wir machen Folgendes. Wir spielen ein Schweinchen. Wir greifen dich damit an. Wir greifen dich mit dem Dalaran Mage an. Ja. Spell Damage. Und Spell Damage ist jetzt der Hauptbestandteil meiner Strategie. Ich spiele nämlich Eviscerate. Und dank der Spell Damage und der Combo mache ich dir genau 5 Schaden. Zweiten, verdammt. Boom. Ich will eine Revanche. Aber es war auch scheiße, was ich hier auf der Hand habe.
Ja, das ist halt so diese Sache mit Random Decks. Ich hab hier noch einen Random Druiden. Ja, ich habe auch noch einen Random Druiden. Machen wir mal Druide gegen Druide, komm. Alles klar, Druide Mirror Match. Ja, also wir haben beide, glaube ich, keine Ahnung, was sich in unseren Decks befindet, aber wir werden sehen. Ja. Ja, ist das schon mal schlecht. Der ist auch irgendwie in jedem Deck drin. Ah, schön, schön. Kostet leider alles zu viel. Kostet zu viel. Ja, wie der Schwabe sagt. Bezahlen. Wer hat so viel Geld? Ich auf jeden Fall nicht. Also gut, machen wir doch mal. Zack. Zack. Ist schon gleich gut dabei, der Kerl. Ja, was die Zukunft bereithält, das wüsste ich auch gerne. Die Zukunft, was hält die Zukunft bereit? Tja, das kann man nicht sagen. Wohl, letzte Runde sah es schlechter aus von den Karten her, muss man ja sagen. Pasch hat auch so ein Talent dafür, mir auf die Nerven zu gehen. Zack. Zack. Ein großes Talent. Ja. Ich weiß. Das ist jetzt echt dämlich. Kann ich mir vorstellen. Das ist keine schöne Situation, wa? Nee, echt nicht. Okay. Na gut, dann muss ich wohl das machen. Ihr merkt, ich bin hier komplett in der Bringer-Situation. Ich kann eigentlich nur versuchen zu blocken. Auf Angriff gehen bringt gerade überhaupt nichts. Du bist fast tot. Es ist Zug 4. Ist echt unglaublich. Ja, halt, gehört deine Seele mir. Dann schaue ich erstmal das Vieh aus dem Reich der Schatten ein. Falsches Kartenspiel, das können wir auch gerne mal machen. Alles klar. Ich brauche mehr Waffen. Ja, das ist schon mal ganz gut. Wie viele von den Viechern hast du noch im Ärmel? So schlecht. Naja, 2 ist jetzt maximal, was ich haben kann. So, und dann brauche ich auch erstmal ein bisschen Unterstützung. Oh je. Das gefällt mir nicht. Aber das macht nichts. Das habe ich mir fast gedacht. Ist das nicht schön? Ja, es ist nicht schön. So. Ein Match ohne Ende für mich mal wieder. Da kommt Freude auf. Oh, jetzt geht's rund. Oh. So. Oh. Und dann boosten wir den gleich nochmal ein bisschen. Oh. So, prügel dich mit dem. Oh. Das sieht böse aus. Das Vieh ist böse. Die Wahrheit ist mein Schild. Das ist auch böse. Mhm. Kein unendliches Hindernis, aber es ist böse. Ah. Oh je. So. Ich kann den auch einfach warten lassen, bis er 30 Angriff hat. Ach der, ich mag diesen Typen nicht. Möchtest du nicht mal deine Fähigkeit nutzen und mich angreifen? Fähigkeit nutzen, ja, angreifen wahrscheinlich nicht, oder? Doch, er traut sich sogar. Ja. Ei, ei, ei. Sieht für dich echt gerade nicht besonders gut aus. Nein. Oh je. Also ich glaube, das ist es jetzt gewesen. Ich muss 5 Schaden auf dich drauf kriegen. 5 Schaden.
Theoretisch wäre es sogar möglich, mich zu töten. Dann heilt er sich um 8 HP. Ja, das reicht nicht. Das passt genau. Ja. Ja. Juhu. Ich hätte aber auch noch ein Sternenfeuer, das 5 Schaden macht, auf der Hand gehabt. Das hätte ich gern gehabt. Ja, das war ja die Möglichkeit, die mich hätte umbringen können. So, ich wechsle. Pasch hat die Herausforderung abgebrochen. Ja, ich mache ein neues Deck. Ich habe keine Random Decks mehr. Ja, ich habe auch keine mehr. Ich mache mir auch gerade nochmal welche. Genau. Dann schauen wir mal, was uns diesmal so erwartet. Ich mache einfach jetzt andere. Zu jeder Klasse ein Random Deck. Zwei andere. Ich hab nicht genug freie Deckslots. Ach so, ja, ich habe nicht so viele Decks. Also ich kann mir. Ich muss ja nicht nur mein Priesterdeck brauchen. Mit meinem Priesterdeck habe ich 8 Spiele hintereinander gewonnen. Momentan, also ich bin momentan dabei, 8 Spiele hintereinander gewonnen zu haben. Achso, jetzt habe ich auch keine freien. Nee, dann mache ich Krieger weg, weil Krieger habe ich nicht so viele Karten. Von wem habe ich denn noch ordentlich Karten? Ja, mache ich noch ein Magier-Deck. Auf random. Jo, ich mache einmal Hunter. Also Jäger, für alle, die im Englischen nicht so begabt sind. Ach, ich glaube, die meisten Leute lachen dich aus, dass du das Spiel auf Deutsch spielst. Oh ja, Standardeinstellung bei mir halt. Und fürs Let's Play ist auch besser, damit nicht die Leute, die im Englischen nicht so gut sind, dass die nicht ausgegrenzt sind. Und einmal, ja, ich hab zwar noch nie Warlock gespielt und habe auch nur 10 von 20 Basiskarten für Warlock, aber egal. YOLO. Wäre übrigens sehr verbunden, wenn du mich herausforderst. Natürlich, kann ich machen, das ist kein Problem. Weil bei mir sind leider so Kontakte, die mit echten Namen da drin stehen und da muss ich wieder einen schwarzen Balken drüber legen. Jo. Also, Custom Warlock, Custom Hunter. Was wird es sein? Also, ich nehme den Custom Warlock, also Hexenmeister. Dann spiele ich den Custom Hunter. Ja, machen wir beide 2 Schaden bei mir. Genau. Das ist schon mal 4 Schaden pro Zug. Gut, dauert ja nicht so lang. 8 Züge, dann bin ich weg. Genau. Leute, das sind schon wieder Karten. Nee, ist mir zu teuer, das geht nicht. Die schmeiße ich alle raus. Ja, das ist aber auch zu teuer, das muss ich schon sagen, das geht nicht. Das sieht schon besser aus. Sieht nicht ideal aus, aber. Das ist alles zu teuer. So ein Blatt könnte ich theoretisch auch in meinem echten Deck haben. Was ist nicht so teuer? Das ist nicht zu teuer. Das ist nicht zu teuer. Das ist gut. Okay. Schluss. Oh. Bei mir sind eben gerade die Frames ein bisschen gedroppt. Ich weiß auch nicht warum. Blutimp, wa? Tja, dann erstmal auf Tempo. Mach nur. Oh, du baust dir deine verborgene Armee auf, wa? Richtig. Ja, ich baue mir auch eine Armee auf, aber so ganz verborgen ist die nicht. Nee, die ist ein bisschen offensichtlicher. Nicht so subtil wie meine Armee. Nein, nicht ganz so subtil. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob in diesem Deck überhaupt Secrets drin sind. Au. Oh. Hast du mal Glück gehabt? Ja, hab ich Pech gehabt? Ne, Glück. Nur Glück. So, ich habe keine Biester, ne? Das heißt, dann muss ich wohl notgedrungen den da spielen. Dann und dein Viech töten. Und dann das Viech töten. Noch ein bisschen Schaden machen. Und noch mehr Schaden. Oh nein, bitte nicht. Oh doch. Also schlechter hätte ich es auch nicht treffen können. Weißt du, welche Karte ich gerade gezogen habe? Hm? Das wütende Huhn. Oh. Wütendes Hühnchen. Nett. Ja, weil in der deutschen Übersetzung heißt es einfach wütendes Huhn. Und du kennst ja seinen Effekt. Das ist zwar ein Wildtier, passend für dich, aber es ist einfach so, naja. Einfach nur schlecht. Wir werden dein Vieh mal los. Das mag ich nicht. Nicht freundlich. Ist mir bewusst,
aber freundlich zu sein war niemals mein Ziel. Da kriegst du 3 Schaden drauf. Oh ne, du hast einfach mal gedamaged. Das ist kein Problem. Das kann man hinnehmen. Ja, schauen wir mal, wa? Ah ne, das sollte ich mal nicht aufheben. Für den Fall, dass du wieder so einen Kracher drin hast. Nimm erstmal den, was krieg ich da? Oh! So, von Zeit zu Zeit hasse ich dich abgrundtief. Ich weiß. Ich weiß. Das ist mir bewusst. So, ich frag mich jetzt, wie ich das am klügsten mache. Egal. Wir schauen nochmal. Krieg ich Ja! Ich hoffe einfach, ich habe wirbelnder Never im Deck. Hast du besser, sonst bist du tot im nächsten Zug. Ich bin erledigt. Oh, es kommt auch nicht mehr drauf an. Ja. Oh. Naja, damit rettest du dich noch für einen Zug. Oh. Ja, du bist schon mal mein Murloc losgeworden. Immerhin. Aber jetzt kriege ich erstmal ganz viele Minions. Wenn ich wirbelnder Never im Deck habe, bist du erledigt. Also wenn ich jetzt ziehe. Wirklich? Nee. Selbst wenn ich ihn ziehe, dann macht mir deine Fähigkeit zu viel Damage. So, schauen wir mal. Also selbst wenn du jetzt meine gesamten Minions los wirst, sobald... Also... Das ist eine offene Kapitulation, also hau raus. Na schön, na schön. Dann machen wir noch ein bisschen Selbstschaden. Und ja, Wind Fury. Ich kann schon mal sagen, das nächste Spiel wird nicht so laufen, weil ich von den Warlock noch keine einzige Karte erspielt habe. Sehr schön, aber ich würde sagen, das nächste Spiel seht ihr im nächsten Part. Ah, okay. Denn wir nehmen jetzt lang genug auf und ich würde sagen, tschüss und bis gleich morgen, nächste Woche, wie auch immer. Tschüss. Jawohl, tschüss.